Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Apex-Video von mir. Ich bin Exos und in diesem Video schauen wir uns den Char Watson etwas genauer an, die Fähigkeiten, die sie hat, wie das Ganze funktioniert und natürlich ein paar Tipps und Tricks, um Watson im Allgemeinen effektiver und effizienter in Apex Legends zu spielen. Das Ganze gehen wir natürlich aber Schritt für Schritt durch, wie das Ganze funktioniert und eben ein paar Tipps und Tricks. Fangen wir mit der passiven Fähigkeit an, zündende Idee. Ultimative Beschleuniger laden Watsons Ulti-Fähigkeit vollständig auf. Bedeutet, wenn wir einen Ulti-Beschleuniger und Ulti-Charger einsetzen, wird die Ulti-Fähigkeit von ihr sofort 100% aufgeladen und wir können natürlich dann die Ulti auch direkt stellen. Kleiner Hinweis hier noch, die Ulti kann man nur einmal stellen, dazu kommen wir später auch noch, aber eben, dass ich sie sicher schon mal gesagt habe, wir können nur eine von dieser Ulti stellen, auch wenn wir mehrere Charger oder Beschleuniger haben, dann können wir da nicht einfach mehrere davon aufstellen, geht leider nur eins, aber es ist trotzdem gut, immer mal einen Ultimativbeschleuniger dabei zu haben, falls nämlich einer dieser Geräte kaputt geht, kann man direkt ein neues stellen, weil man da ja eben eine 100% Aufladung hat. Die zweite Fähigkeit wäre, der Aufenthalt in der Nähe von Interceptor-Masten verbessern Watsons taktische Aufladerate. Zu der taktischen Fähigkeit kommen wir gleich, aber wenn wir in der Nähe von so einem Gerät stehen, dann lädt es unsere taktische Fähigkeit wesentlich schneller auf und wir können dementsprechend schneller mehrere Zäune stellen. Und damit springen wir auch direkt schon zu taktisch. Bereichssicherheit. Errichte Elektrozäune, indem du Knoten verbindest, Zäune beschädigen und verlangsamen Gegner. Nun gut, gehen wir das Ganze Schritt für Schritt durch. Wenn wir zwei Knoten miteinander verbinden, erschaffen wir einen Elektrozaun. Wenn wir durchlaufen, kriegen wir keinen Schaden davon, wenn die Feinde durchlaufen aber schon, das zeige ich aber nachher gleich. Wir können das Ganze wieder aufheben, damit wir den Zaun wieder neu stellen können. Einen Knoten können wir mit zwei weiteren Knoten verbinden, mit einem dritten geht das dann nicht mehr, das zeige ich hier. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, einen Knoten, zwei Zäune zu erschaffen sozusagen. Bei der taktischen Fähigkeit bzw. im taktischen Menü haben wir zwei Möglichkeiten zu sehen, wie viele Zäune wir ready haben, wie viele bereits stehen. Unten links haben wir die Anzeige mit vier Punkten, wo wir sehen, wie viele Zäune wir gerade im Inventar haben, die wir aufstellen können und wie lange das Ganze dauert, um den nächsten Zaun zu stellen, wenn sich das Ganze auflädt. Wenn wir in dem taktischen Menü sind, haben wir hier die Anzeige, wie viele Knoten wir bereits aufgestellt haben, wie sich das Ganze auflädt, wie lange das dauert. Das heißt, da haben wir nochmal ein separates Menü, wenn wir gerade am Zäune aufstellen sind. Watson ist in der Lage, bis zu 12 Knoten aufzustellen. Wenn ihr einen 13. Knoten aufstellt, wird der allererstplatzierte zerstört und das geht dementsprechend weiter. Ist aber wichtig zu wissen, 12 könnt ihr aufstellen, wird auch im Menü angezeigt. Ein Gebäude könnt ihr also beispielsweise mit bis zu 12 Knoten sichern. Kommen wir noch zum Schaden. Wenn wir durchlaufen, nimmt das etwa die Hälfte eines Schildes weg und wir werden langsam. Um das Ganze zu umgehen, kann man natürlich durchrutschen. Ist wichtig zu wissen, wenn man Watson spielt, dass die Feinde da durchrutschen können, um ein bisschen das Ganze zu beschleunigen. Und wir können das natürlich kaputt machen. Das Ganze gehen wir aber ein bisschen genauer durch. Zäune können wir auch nah beieinander aufstellen. Wenn Spieler durchlaufen würde, würde er zwei Hits kriegen, das heißt eine ganze Schildzelle ist weg. Man kann das eben sehr, sehr nah aufstellen, hat aber einen großen Nachteil. Wenn wir nämlich durchrutschen, dann wird das nicht getriggert zweimal. Wir rutschen also einfach durch und dann kriegen wir nur einmal Schaden. Das heißt, auch wenn ihr gegen Watson spielt und jemand das so aufstellt in dieser Konstellation, durchrutschen hilft dir durchaus, um ein bisschen Schaden zu vermindern. Da kann man natürlich aber auch sehr experimentell große Sachen aufstellen. Bei einer Zipline beispielsweise, wenn einer hochspringt, würde er jetzt hier durch sicher zwei Zäune durchfliegen und zweimal Schaden kriegen, ob sich das lohnt oder nicht. Ist jedem selbst überlassen. Es gibt sicher irgendwo auf irgendeiner Karte mal die Situation, wo das durchaus nützlich ist, aber im Großen und Ganzen stellt man eigentlich nur zwei Knoten auf, um eben einen Zaun aufzubauen, damit man weiß, okay, da ist gerade ein Feind oder der springt durch. Es geht hauptsächlich um die Reduktion der Geschwindigkeit, um das Sehen. Dazu komme ich aber nachher dann noch. Wie bereits angesprochen, die Zäune kann man kaputt machen. Deswegen guckt genau, wie ihr sie aufstellt, dazu kommen wir aber nachher noch.
Ihr selbst könnt eure Zäune aber nicht zerstören. Warum ist das wichtig? Aus einem ganz einfachen Grund. Ihr müsst euch da keine Sorgen machen, wenn ihr Granaten schmeißt, wenn ihr eben Brandgranaten, Bogengranaten oder Splittergranaten schmeißt, spielt keine Rolle. Ihr könnt eure eigenen Zäune nicht vernichten, die Feinde aber schon, bedeutet, wenn sie Granaten auf die Zäune schmeißen, können natürlich alle Zäune kaputt gehen, je nachdem wie groß die Explosion der Granate ist oder der Artillerie oder was auch immer. Ist also wichtig zu wissen, ihr könnt eure Zäune nicht vernichten, ihr könnt sie aufnehmen, um sie zu deaktivieren, aber die Feinde schon. Beim Aufstellen der Zäune gibt es auch ein paar Dinge zu beachten. Wenn ihr das Ganze bei einem Hang aufstellt, bedeutet das, dass die Spieler unter Umständen unten durchrutschen können oder dass sie oben drüber springen können, dass sie mit Tricksprüngen um das Ganze herumkommen. Das ist aus dem Grund wichtig, dass wenn ihr zum Beispiel einen Gang versucht zu blockieren, dass die Feinde da nicht durch können, müsst ihr bedenken, Wände können genutzt werden, man kann drüber springen, man kann unten durchrutschen. Das sind alle Dinge, die man einfach berücksichtigen muss, wenn man die Zäune aufstellt. Ihr könnt das Ganze aber auch sehr kreativ aufstellen, bedeutet auch, dass ihr bestimmte Wege durchaus in der Lage seid zu blockieren durch diesen Zaun, aber eben, man kann es kaputt schießen, einfach dass man da weiß, was machbar ist und was passieren kann. Bedeutet grundsätzlich, stellt die Zäune so auf, dass sie möglichst schwierig kaputt zu machen sind und dass wenn man durchgeht, dass man sicher reinläuft. Das heißt, immer schön eine weite Strecke aufbauen, das heißt von Ecke zu Ecke am besten, wenn ihr das hinter einer Tür platziert, bedeutet nämlich, dass der Spieler sehr, sehr nah rangehen muss, damit er Sicht hat auf den Zaun, also auf den Knotenpunkt, dass er den kaputt schießen kann. Das ist bei gewissen Stellen viel, viel einfacher und bei anderen viel, viel schwieriger. Kommt auch ein bisschen auf die Map an. Jede Season ändert sich ja die Map. Das heißt, da ist Watson unterschiedlich stark, je nachdem, wie die Gebäude gebaut sind, wie die Gänge gebaut sind. Aber eben stellt es wirklich möglichst weit auf, dass sie Schwierigkeiten haben, die Knoten zu vernichten. Tja, und mit diesem Wissen seid ihr eigentlich in der Lage, das Ganze relativ kreativ aufzustellen. Das heißt, ihr könnt auch Treppen durchaus gut blockieren, dass wenn ein Spieler hochläuft, dass er eben recht nah rangehen muss. Klar, man kann hier unten durchsneaken und so weiter und so fort, aber im Kampf geht es ja darum, den Feind zu entschleunigen, ihm Geschwindigkeit zu nehmen, dass wenn er irgendwo reinrennt oder eben die ganzen Gänge zu blockieren. Das heißt, mit Watson könnt ihr den Feind etwas verlangsamen, dass er euch nicht sofort angreifen kann, die Zäune ebenso als Blockade aufbauen. Und damit kämen wir auch schon zu den ersten paar Tipps zu den Zäunen. Die Zäune sind extrem stark, weil sie euch genau sagen, von wo greift der Feind an. Das heißt, ihr kriegt eine Markierung schadenstechnisch, dann wisst ihr, okay, durch den Zaun wollt ein Feind durch und könnt sie so abfangen. Ist recht stark, weil ihr dadurch ein Gebäude sichern könnt, beispielsweise wenn unten Feind reinrennt ins Gebäude, wisst ihr Bescheid, oder wenn ihr durch die Zipline hochspringt und da müsst ihr das Ganze natürlich clever positionieren, weil wenn man eine Zipline hochspringt, hat man hier gar nicht viel die Möglichkeit, irgendwie auszuweichen, da müsst ihr die Sachen einfach ein bisschen üben, aufzustellen, und wenn man da den Dreh raus hat, dann kann man da sehr, sehr gut eben die Gebiete absichern und weiß, von wo ein Feind angreift. Oder ob er einen Zaun an einer bestimmten Stelle kaputt macht, weil das kriegen wir natürlich auch mit, wir hören das, oder eben da fehlt dann einfach ein Knotenpunkt, das sehen wir alles durch die Wände, weil Watson beispielsweise ihre aufgestellten Knotenpunkte ja auch durch Wände sieht. Der zweite Tipp, der extrem wichtig ist, wenn die Feinde durch den Zaun laufen, sind sie von der Sicht her eingeschränkt und können nicht so schnell drehen. Das sieht man hier beispielsweise bei dem Bloodhound sehr gut. Er hat jetzt Mühe, mich ins Visier zu nehmen, weil er natürlich nach rechts und nach links sehr, sehr langsam ziehen kann, weil er noch unter dem Elektroschock steht, und so kann ich ihn relativ leicht niederballern. Das ist bei verschiedenen Situationen wichtig, das müsst ihr auch wissen, dass ihr euch beispielsweise schräg zur Seite zum Feind aufstellt, weil er euch ja eben nicht gut ins Visier nehmen kann. Ich zeige das hier nochmal in Zeitlupe, er springt hoch, ist geschockt, kann mich nicht gut ins Visier nehmen, weil er nach rechts zielen möchte, aber das wird ja verlangsamt und dadurch kann ich ihn relativ einfach töten. Das ist wichtig zu wissen, positioniert euch also rechts und links zum Beispiel von den Fallen, wenn ihr wisst, ihr werdet angegriffen. Und Tipp Nummer 3, lernt die Fallen recht schnell aufzustellen. Ihr könnt theoretisch die Watson-Fallen extrem schnell platzieren und so sehr, sehr schnell einen Zaun aufbauen, um den Feind auch zu überraschen, wenn er euch überraschen möchte. Das heißt, in gewissen Situationen könnt ihr das sehr, sehr gut nutzen. Das kann man im Trainingsmodus üben oder auch mit der Zeit, wenn man Watson spielt, wird das vereinfacht, sage ich mal, weil man natürlich auch den Dreh raus hat und das Ganze viel einfacher rauskriegt. Das ist Übungssache. Aber das ist wichtig zu wissen, die Zäune könntet ihr theoretisch auch extrem schnell aufstellen, um da eben den Bonus zu kriegen, die Feinde zu schocken.
Zudem noch ein kleiner Tipp, ihr seid auch in der Lage, feindliche Watson-Knoten mit euren Knoten zu verbinden und dann kriegt ihr natürlich einen Zaun für euch. Ist wichtig zu wissen, wenn ihr beispielsweise ein Gebäude eingenommen habt von einer feindlichen Watson, könnt ihr die Knoten von ihr trotzdem auch nutzen, mit euren verbinden und danach gehören sie euch, beziehungsweise sind zwar noch feindliche Knoten, aber es ist euer Zaun. Das ist eben ganz wichtig zu wissen, wenn man ja eben ein Watson-Gebäude einnimmt, wo sich vorhin eine Watson eingegraben hatte. Ansonsten könnt ihr sehr, sehr gut Gebäude sichern. Das ist relativ kreativ. Hier ist noch wichtig zu sagen, es kommt immer ein bisschen darauf an, wie die Karte gebaut ist. Jede Season wechselt da ja die Karte oder bei bestimmten Events gibt es dann alte Karten, die man wieder spielen kann. Je nachdem ist Watson dementsprechend stark mit den Zäunen oder weniger, weil es eben bessere Möglichkeiten gibt, die Zäune aufzubauen, bessere Möglichkeiten gibt, die Gebäude zu sichern. Das ist ein bisschen kartenabhängig, aber das ist bei vielen Chars so, dass es kartenabhängig ist, ob da gewisse Fähigkeiten extrem stark sind oder weniger stark sind. Nichtsdestotrotz wollte ich es aber noch ansprechen. Und als letzte Fähigkeit hätten wir natürlich noch die Ulti-Fähigkeit Interceptor Mast. Platziere einen stromführenden Masten, der sich nähernden Sprengfallen zerstört und beschädigte Schilde repariert, maximal 1. Das heißt, wir können maximal einen Masten aufstellen, wenn wir den zweiten aufstellen, geht der erste kaputt, das hat man ja aber am Anfang vom Video gesehen. Das bedeutet, wenn wir den Masten aufstellen, werden beschädigte Schilde dadurch aufgeladen. Auch unsere Verbündeten profitieren davon, leider auch die Feinde, das heißt, wenn Feinde in diesem Radius stehen, kriegen sie auch die Schilde wieder aufgeladen. Ist also so, dass im Nahkampf das aufzustellen, wenn Feinde direkt da sind, ja, bedingt gut. Das heißt, Feinde profitieren eben leider davon auch. Braucht eine Zeit, bis die Schilde aufgeladen sind, aber das kann man relativ nützlich einsetzen. Beispielsweise, wir setzen den Masten in Sicherheit ein und kämpfen mit einem Feind. Wenn wir getroffen werden, wird dann natürlich das Ganze wieder aufgeladen nach einer Zeit und sind so in diesem Kampf, klare Sache, im Vorteil. Wir brauchen einfach eine direkte Verbindung, das heißt, wenn wir hinter der Wand stehen, werden die Schilde nicht aufgeladen. Der Mast muss direkt mit uns verbunden sein, sichttechnisch, nur dann werden wir auch aufgeladen. Die Reichweite ist relativ hoch, das sieht man hier, ist also eine gute Reichweite, wo wir da von diesem Masten profitieren. Sprengfallen übrigens werden auch in diesem Radius zerstört. Dazu kommen wir aber nachher gleich. Zuerst noch was Wichtiges, der Mast kann zerstört werden, das heißt man kann da drauf schießen und der geht dann kaputt. Feinde versuchen natürlich den zu zerstören, weil er halt einen großen Vorteil für uns bringt und wenn er kaputt ist, natürlich keinen. Gut, soviel zur Schildaufladung, nun zu den Sprengfallen. Der Mast zerstört alle Granaten, die direkt in der Reichweite von seiner Fähigkeit auf den Boden kommen. Das heißt, außerhalb der Reichweite werden die Granaten trotzdem auf den Boden geschmissen. Ihr könnt also Granaten zu den Feinden werfen, aber sie nicht zu euch, wenn ihr in der Reichweite seid. Ihr könnt das auch drüber werfen, aber eben nicht rein. Das ist wichtig zu wissen. Eure Granaten werden auch deaktiviert von dem Gerät, auch eure Artillerie, alle Fähigkeiten, die von dem Masten zerstört werden, sowohl feindlich als auch Verbündete. Werft es also aus dem Radius raus, wenn ihr Granaten benutzen möchtet. Seid aber vor feindlichen Granaten geschützt. Das betrifft auch von Caustic seine Giftgranate, die er schmeißen kann. Schmeißt er sie aus dem Radius raus, gibt es natürlich die Giftfalle. Schmeißt es aber in den Radius rein, wird es zerstört, wie man es hier sieht. Das Ganze hier nochmal ein bisschen klarer. Interessanterweise wird auch die Fähigkeit von Revenant deaktiviert, wenn man sie reinwirft. Wenn man sie rauswirft, natürlich nicht. Von der lieben Bangalore wird die Artillerie deaktiviert, aber halt eben nur in dem Radius von dem Masten. Das heißt, sämtliche Raketen, die in dem Radius auf dem Boden prallen würden, sind deaktiviert, die anderen nicht. Ist ja ein relativ großer Radius von der Bangalore. Ebenfalls, wenn sie versucht, das Ganze einzunebeln mit ihrem Geschoss, wird auch zerstört. Ist auch wichtig zu wissen. Das heißt, wenn ihr eine verbündete Bangalore habt, muss sie das außerhalb rausschmeißen und nicht drinnen, kann nämlich nicht smoken. Artillerie von Gibraltar genau dasselbe. Die Artillerie von Gibraltar ist relativ stark, aber es ist ein kleiner Bereich und da wird eigentlich fast alles abgefangen, wenn man es direkt reinwirft. Hier gilt aber das Gleiche, was auch bei der Schildaufladung gilt. Hinter Wänden funktioniert das nicht. Wenn wir also hier den Masten hinter dieser Wand aufstellen, können wir Granaten trotzdem auf der anderen Seite hinwerfen, weil der Mast keine direkte Verbindung hat, aber auf dem Masten wird das Ganze deaktiviert. Ich glaube,
Das Videomaterial hier spricht für sich, das sollte eigentlich soweit klar sein. Bedeutet, wenn ihr den Masten in einem Gebäude aufstellt, stellt ihn so auf, dass wenn Granaten in das Gebäude geworfen werden, dass der Mast trotzdem Verbindung hat und die Granaten deaktivieren kann. Tipps und tricktechnisch ist es ein bisschen schwierig. Wenn ihr wisst, dass im feindlichen Team eine Bangalore ist oder ein Gibraltar, könnt ihr, wenn ihr einen Verbündeten wiederbelebt, vorher ganz kurz einen Masten aufstellen, dass wenn die Artillerie kommt, weil die Artillerie wird ja gerne mal benutzt, um Feinde, die bereits auf dem Boden liegen, komplett zu töten, wie das hier der Fall ist, könnt ihr so einen Verbündeten schützen. Oder auch, wenn ihr direkt seht, okay, ein Gibraltar oder eine Bangalore, die haben ihre Fähigkeit draufgeworfen, wie das hier der Fall ist, ein Gibraltar haut seine Artillerie raus, ich schmeiß ganz kurz den Masten auf den Boden, zack, und es wird alles deaktiviert und wir sind so geschützt. Das Ganze kombiniert mit schnell Masten und Zäune aufstellen und dann seid ihr eigentlich relativ stark als Watson unterwegs. Und damit wären wir eigentlich auch schon am Ende angekommen. Watson ist extrem stark, wenn man weiß, wie man die Zäune stellen muss, wie man den Masten einsetzen muss, kann man Watson sehr, sehr professionell spielen und wahnsinnig viel damit machen. Auf offenem Gelände aber hat sie natürlich klare Nachteile. Die Zäune kann man da zwar setzen, sind aber leicht zu zerstören und man sieht auch relativ gut, wo Watson natürlich ihre Zäune platziert, weil das sieht man auch über weite Distanzen und man weiß, okay, da ist ein Feind. Ist natürlich ein Nachteil, sie verrät sehr, sehr stark ihre Position dadurch und auf offenem Gelände bedingt einsetzbar. Man kann den Masten zwar noch einsetzen hinter Steinen und Boxen und davon profitieren, aber sie ist eigentlich ganz klar eine Gebäudekämpferin. Stark in Städten, in Bunkern, also schmale Gebiete, sage ich mal, wo man die Zäune hinter Türen oder Schiebetüren aufstellen kann, um davon maximal zu profitieren. Wie alle Chars, Vor- und Nachteile, kommt aber auch sehr stark auf die Karte an, auf der wir natürlich dann gerade spielen. Gut, wenn ich noch irgendetwas in diesem Guide vergessen habe, Tipps und Tricks, die ihr noch habt zu Watson, schreibt sie sehr gerne in die Kommentare. Lasst auch sehr gerne einen Like auf dem Video da, um mich und das Video zu unterstützen. Und dann bleibt mir nur zu sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Livestream auf Twitch oder im nächsten Video auf YouTube. Bis dann!